Hallihallo, da bin ich wieder. Leute, es gibt gute Neuigkeiten. Und ich dachte, bevor ich jetzt nochmal einen Newsletter schreibe, klinke ich mich mal eben hier live rein. Ich hoffe, ich bin auf der richtigen Seite. Man weiß es ja derzeit alles bei Facebook nicht so genau. Und werde euch ein bisschen erzählen, was gerade alles. Hallo, hallo, hallihallo, wunderbar. Was es gibt, was es Neues geben wird und wo ich gerade bei bin. Und zwar werde ich euch als erstes mal eben kurz einmal hier so rüberschieben auf, ja, mein leider nur halb beleuchtetes. Die Sonne scheint von hinten, das ist wunderschön, aber. Ja, das werden wir gleich nochmal anders einstellen. So, es wird einen neuen Kurs geben. Und zwar wird das ein Kurs sein über Faltenlegen und wie man etwas in Falten legt, wie man die Faltenberechnung macht, wohin man die Falten legt, wie man das alles irgendwie im Schnittmuster dann ändert. Und ja, da habe ich heute Morgen mal mein Schnittmuster auf so ein Plastik kopiert, was ich ganz cool finde jetzt. Im Moment, weil, aber auch nur eigentlich würde ich Papier nehmen, wenn ich was kaufen müsste. Guten Morgen, Vera, guten Morgen, Gudrun, guten Morgen, Sandra, guten Morgen, Annette, wunderbar, cool. Aber unsere Stoffe, die kommen immer in so einer Folie verpackt. Und jetzt haben wir hier mehrere Säcke mit solcher Folie, die wir ja eigentlich wegschmeißen würden. Und das finde ich irgendwie nicht gut, weil das ist eigentlich eine coole Folie, um Schnittmuster zu machen. Ich habe das bei ein paar von euch gesehen und fand das eigentlich eher anstrengend, weil ich die so rutschig finde und ich mag auch einfach Papier. So, ich würde es mir jetzt nicht kaufen, aber da das schon mal hier ist, dachte ich, das ist eine tolle, tolle Sache, das abzurecyceln. Wenn ihr bei Stoffjunkies demnächst Stoffe kauft und wir haben wirklich andauernd solche Folie hier, dann könnt ihr euch, uns gerne eine Nachricht reinschreiben in eure Bestellung. Dann legen wir euch so ein Stück Folie mit dabei. Also ich konnte jetzt mein komplettes Tunika-Schnittmuster bzw. Kleidchen-Schnittmuster auf einen so ein Stück kriegen. Vielleicht möchte irgendjemand so eins haben. Es ist ein bisschen zerknittert, aber das ist ja nicht schlimm. Es ist eine dicke, schöne Qualität. Reißt nicht aus. Ich habe da jetzt auch schon mehrfach meine Nadeln reingesteckt. Passt super. Guten Morgen, wunderbar. Alle da. Ja, also. Es wird einen neuen Kurs geben. Ich nehme den heute weiter auf. Ich habe schon die ersten Versuche gemacht. Das wird sehr cool. Da können wir sehr viele coole Designs mitmachen. Und ich denke, das könnte ein gutes Thema auch sein für unser Zusammennähen zwischen Weihnachten und Neujahr. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil da kann man echt viele coole Effekte mitmachen. Und man muss das ja nicht so ganz. Ich glaube, wir fangen mit was Kleinem an. Erstmal hier so über die Schulter vielleicht einen coolen Ausschnitt machen und dann hier so eine Drapierung mit Falten legen oder so. Ich lasse mir was Cooles einfallen. Dann gehen wir so Stückchen für Stückchen weiter. Einmal hier so rüber und dann hier so Falten legen. Dann gibt es ja viele Sachen, die hier so am Rand gerafft sind und eine Faltenlegung haben. Alles Mögliche kann man ja falten, Leute. Und ich höre ja ganz oft von euch, dass ihr nicht so wirklich wisst, wie man das berechnet oder wie man das mit dem Schnittmuster dann anders macht. Das bringe ich euch bei. Es ist wirklich nicht schwierig. Guten Morgen, Rolf. Hi, guten Morgen. Yvonne, Nicole, Gudrun. Ach, wunderbar. Schön. Ist es noch morgens? Leute, wann seid ihr aufgestanden? Das ist schon fast 12 Uhr. Das ist schon Mittag. Nein, das kommt wahrscheinlich. Jetzt seid ihr wahrscheinlich alle verwirrt, weil ich sonst immer morgens online bin und dann alle so, ach ja, es ist das morgens. Es ist aber schon mittags. So. Ja, was also? Genau. Also, wenn wir das alles zusammen machen wollen, dann müsst ihr, was heißt müsst ihr, dürft natürlich auch so an unserer Konferenz, an unserer Konversation teilnehmen und euch kreativ beteiligen. Aber es wäre natürlich schon sinnvoll, wenn ihr dann ein passendes Grundschnittmuster habt. Und bitte, Leute, bitte, ihr habt jetzt ja noch Zeit zwischen jetzt und wenn es nach Weihnachten ist. Ich denke, wir starten tatsächlich so am 27. Danke, coole Frisur. Ja, diese hier ist nicht so gut geworden, aber die Haare sind halt einfach nicht so lang. Lotte hat mir Rastas reingemacht. Finde ich ganz cool erstmal so, oder? Hat sie gut gemacht. Ja. So, jetzt hat sie mich wieder mit dem Frisurthema rausgekriegt. So, also, die Schnittmuster sind alle ausgetauscht. Vom Grundschnitt, nicht von den Ärmeln. Die sind vom Grundschnitt ausgetauscht. In dieser Zeitspanne, während ich die Grundschnitte entwickelt habe und von da bis zu, als ich die Ärmel gemacht habe, wurde in dem Programm von dem Schnittmuster, von diesem Schnittmusterprogramm, mit dem ich arbeite, eine Änderung gemacht, wegen dem Armausschnitt, also wegen diesem Ausschnitt hier. Ja. Das heißt, diese Schnittmuster für die Ärmel, die ich jetzt gemacht habe,
Die passen gar nicht hundertprozentig in diese Armausschnitte, die wir jetzt in unserem Grundkurs haben. Das ist natürlich blöd. So, die Ärmel in dem Aufbaukurs Ärmel kommen ja immer mit einem Oberteil-Grundschnitt, das bis hierhin ist, ne? Also sozusagen ein Crop-Top. Ihr könnt daran ja schon mal ganz einfach sehen, ob das dann zusammenpasst oder nicht. Also beziehungsweise dieses wird ja mit dem Grundschnitt zusammenpassen. Und wenn ihr den Grundschnitt in Größe, ich sage jetzt mal 46, bei uns bei den Grundschnittmustern ausgedruckt habt und ihr druckt das Schnittmuster für den Ärmel Größe 46 aus, dann sollten die beiden ja hundertprozentig identisch übereinander passen. So könnt ihr das ganz einfach kontrollieren. Aber trotzdem wird dieser Ärmel nicht jedem passen. Es ist wirklich nur ein Anhaltspunkt. Und ich weiß nicht, ob ich das Video schon hochgeladen habe von Sandra, wo wir nochmal den Ärmel richtig ausgemessen haben. Das lade ich auf jeden Fall auch noch in den Aufbaukurs Ärmel mit dazu. Egal, was ihr jetzt für Fragen habt, ob es zu den Ärmeln ist oder ob es zu den Grundschnittmustern ist oder. Ich bin ab Montag Nachmittag ganz viel hier online, in unseren Gruppen auf Facebook und so. Wenn ihr Fragen habt oder sowas, bitte arbeitet doch übers Wochenende jetzt vielleicht irgendwie mal den Grundschnitt ein bisschen aus und postet mir dann Bilder, taggt mich in den Bildern, bitte in den entsprechenden Gruppen, Grundkurs, Tanktop oder Komplettkurs, und schreibt ein @Zeichen und Svenja Köhler, damit ich mir das angucken kann und damit ich euch da weiterhelfen kann. Mir liegt wirklich sehr viel daran, dass ihr alle passende Grundschnitte habt, mit denen ihr auch alle happy seid und mit denen wir dann auch wirklich weiterarbeiten können. Aber tut mir bitte einen Gefallen, guckt euch bitte die neuen Videos, egal ob ihr ein Grundschnittmuster selber entwerft oder jetzt eins abwandelt, guckt euch bitte vorher die Videos alle an. Nicht irgendwas fragen, was ich in dem Video schon erkläre. Nein, natürlich, wenn ihr es nicht verstanden habt, sollt ihr natürlich trotzdem fragen, aber bitte schaut euch wirklich vorher alle Videos an. Eigentlich ist darin alles wirklich sehr gut erklärt. Aber trotzdem können natürlich Fragen aufkommen. Und ich weiß ja auch, die größten Fragen sind eigentlich meistens, weil man sich unsicher ist und dann allein zu Hause steht und weiß nicht so genau, wie es weitergehen soll. Also bereitet doch bitte einen passenden Grundschnitt vor. Das wäre super toll. Dann können wir nämlich mit dem Projekt, was ich jetzt hier vorhabe, ganz cool arbeiten. Und wir werden dann auch diesen Grundschnitt nochmal ganz cool abwandeln und so. Und das wird eine richtig coole Sache sein. Und ich glaube, das ist etwas, wo viele mitmachen können, was nicht so ein ganz Anfängerprojekt ist, was aber auch Anfänger geeignet ist und wo man dann selber, je nachdem mit den eigenen Fähigkeiten, so drauf aufbauen kann, wie man dann Lust dazu hat und wie man da so begabt oder weniger begabt ist. Nein, es gibt nicht Begabung, es gibt es natürlich schon, aber üben, 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 Leute. Üben macht den Meister. So, was gibt es noch? Die Schnittmuster sind ausgetauscht. Ihr könnt es daran erkennen, dass die Schnittmuster, die jetzt da sind, nicht mehr die detaillierten Maßangaben haben und sie haben jetzt auch oben rechts in der Ecke ein kleines Kaizo Online-Kurse-Logo. Also wenn ihr ein Schnittmuster runterladet und es hat dieses Logo in der Seite, dann ist es das neue Schnittmuster. Die sind jetzt nicht so viel anders als die anderen Schnittmuster, nur ein kleines bisschen. So, was gibt's noch? Ja, wer mich geschrieben hat über den Support, ich bin heute Abend wieder vor dem Computer. Ich möchte aber unbedingt diesen Kurs heute noch fertig kriegen. Ich bin schon dabei und es wird ganz, ganz cool. Und ich möchte unbedingt die Videos heute fertig bekommen. Also werde ich im Support entweder heute Abend oder morgen Vormittag einmal kurz sein. Dann gibt es einen neuen Super Sale auf Stoffjunkies. Wir haben es endlich geschafft und alle Pakete sind verschickt. Leute, das war eine große Erfahrung für uns. Wo ich dann hinter mir denke, so, deswegen mache ich immer alles lieber alleine. Weil dann weiß ich wenigstens, ob es erledigt ist oder nicht oder ob es richtig war oder nicht. Wir mussten uns da, weil wir ja nicht alle Stoffe lagernd hatten, auf unsere Zulieferanten verlassen und auf das, was die gesagt haben und haben natürlich, Meran hat den ganzen Tag gesessen und hier telefoniert und ist das so und haben wir davon noch genug und hat dementsprechend nachbestellt und in den Shop hochgeladen, was von Stenzo aus sehr gut geklappt hat und von dem anderen Lieferanten leider nicht. Und das war jetzt, also ich glaube, jeder von uns hatte gefühlt 10-mal die Bestellungen in der Hand und hat dann immer versucht, dann nochmal irgendwie was. Und Daniela hat viele E-Mails geschrieben und was weiß ich was. Der größte Teil, ich sage jetzt mal 80%, ist super gut gelaufen und 20% war, ja,
war eine Erfahrung. So, diesmal wird das alles anders sein. Wir haben schon unser ganzes Lager schön ausgestattet mit ganz vielen tollen neuen Stenso-Panels. Dieses hier ist ja auch eins davon, was ich mir hier ausgesucht habe. Und die eignen sich natürlich auch besonders toll für Tunika und Kleidchen und sowas machen. Haben eine tolle Größe, 1,50 x 1,50 und haben diesmal auch wirklich tolle Erwachsenenmuster, Leute. Also ich bin ganz verliebt in die Panel. Ihr könnt ja schon mal gucken gehen, am 3. Januar ist der nächste große Sale. Da wird es wieder super coole Angebote geben und diesmal wird es so toll sein, weil die Stoffe sind schon alle hier. Da kann dann nichts passieren und dann arbeiten wir auch nach Bestelleingang ab. Ja, das wussten wir natürlich nicht, dass es nötig ist, das zu machen, als wir das dann angefangen haben. Aber jetzt wissen wir das. So, was gibt es noch? Die Lilith, genau. Die Seite ist übersetzt, außer drei Wörter. Das ist einmal Courses, das heißt Kurse auf Deutsch, aber das müssten wir wieder auf Englisch zurück machen, weil wir hatten das auf Deutsch alles schön übersetzt und dann festgestellt, dass unsere Plattform dann auch die ganzen URLs von den Produkten verändert hat. Das heißt, die hießen dann plötzlich alle Kurse in der URL und konnten natürlich nicht mehr erreicht werden. So, diese beiden Sachen mussten wir jetzt einmal wieder zurück aufs Englische übersetzen. Das werden wir irgendwann auch noch heraustüfteln, aber das ist so, müssen wir ins CSS rein und müssen das da einzeln raussuchen und so. Wir machen das noch, aber ich glaube, das ist jetzt gerade nicht so mega wichtig. Ich glaube, Courses und Kurse, das kann man sich vielleicht noch gerade so denken, was das heißen soll. Die Seite ist soweit eigentlich im Prinzip fertig und ich werde auch sehr zeitnah für euch tolle Videos machen, wo man was finden kann und wie man was wo irgendwie einstellt und sucht und alles Mögliche. Also da wird es auch noch tolle Neuigkeiten geben. Seite funktioniert jetzt aber eigentlich einwandfrei. Da müssten jetzt keine Probleme mehr sein. Manchmal höre ich, dass ihr irgendwelche Seiten nicht erreicht. Das liegt ganz oft daran, dass ihr selber bei euch mal auf F5 drücken müsst. Bei mir ist das F5 am Rechner. Oder die Seite eben aktualisieren müsst oder den Cache löschen müsst. Weil ein Browser, ein Computer, wenn der sich einloggt, dann merkt er sich die Seiten und die Seitenstruktur. Und manchmal dauert es etwas, bis ein Computer oder ein Browser gemerkt hat, dass die Seite anders ist. Haha. Und dann, das ist so, als ob du eine neue Frisur hast und kommst so an deinem Schatz vorbei und gehst da fünfmal dran vorbei und erst beim sechsten Mal merkt der, hey, hast du neue Haare? Also ist bei meinem nicht so, aber so könnt ihr euch das vorstellen. Der macht sogar immer den Jazz. Ich habe neue Frisur. Und ich, nee, hast du nicht? Nee, habe ich nicht. Okay, alles klar. So, und dann habt ihr ja gemerkt, ich habe angefangen, TikTok-Videos zu machen. Es ist sehr, sehr witzig, es macht mir sehr viel Spaß. Und ihr müsst keine Angst haben, dass ihr da irgendetwas verpasst. Und ihr müsst natürlich nicht alle jetzt auf TikTok rumeiern. Ich finde es halt einfach irgendwie lustig. Ich habe früher, als ich noch jünger war, habe ich mir immer so eine Plattform gewünscht, um einfach ein bisschen Quatsch zu machen. Und jetzt habe ich lange überlegt, ob ich jetzt dafür zu alt bin. Bin ich nicht. Ist mir egal. Wenn irgendjemand das blöd findet, findet er es halt blöd, muss ich das ja nicht angucken. Und ich glaube, dann ist dem Ganzen auch genug gesagt, oder nicht? Also ich mache das einfach wirklich nur. Da wird es keine Videokurse geben oder irgendwas. Da ist einfach immer nur so ein bisschen Quatsch. Ich bin hier den ganzen Tag alleine. Und nein, Quatsch. Aber zwischendurch fallen mir lustige Sachen ein oder irgendwie sowas. Und dann schiebe ich das da einfach mal rein. Ich werde aber nicht alles Mögliche von TikTok immer auf Facebook und Instagram und sowas teilen. Manche Highlights bestimmt, aber ansonsten bleibt das halt einfach da. Und wenn ihr Lust habt, mir beim Quatsch machen zuzugucken, dann guckt doch da ab und zu mal rein. So, jetzt lese ich einmal hier so quer über, habe ich hier noch irgendwas? Ich habe es mir aufgeschrieben, Leute, weil sowas wie mit, oh, coole Haare und dann la 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 und dann bin ich im Haarthema drin und dann habe ich alles andere vergessen. So, aber diesmal habe ich es aufgeschrieben. So. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, nochmal ganz viel guten Morgen, wunderbar, so, ich freue mich auch, euch zu sehen. So, ich habe gerade die neuen Schnittmuster zusammengebastelt, bin schon seit 6.30 Uhr auf. Eine Runde Applaus, sehr lobenswert, wunderbar, ich hoffe, du zeigst uns dann später einmal das Ergebnis, das möchte ich natürlich sehr gerne sehen. Schick, was ich heute trage, ja, hier, das ist mein Shirt aus dem Easy Peasy Design Kurs, wo ich diese Jeans, ich glaube, die sind schon ausverkauft von Stoffjunkies, haha. Ja, und darunter trage ich meine Tunika Kleid, Schrägstrich. Dankeschön, Renate.
Hast gerade den zweiten Kaffee. Ja, heiße Haare, ich weiß. Sogar mit Schwarz und Blond. Also es ist alles nur, es ist farblich nicht angepasst. Das sind die Upcycling haben wir gemacht. Das sind die alten Zöpfe von Lotta. Die hatte sie noch aufgehoben. Die haben wir einfach nochmal verwendet. Das ist ja Plastik. Das geht ja nicht kaputt. Das kann man einfach nochmal da rein düngeln. Wir sind auch manchmal. Ich frage mich echt ganz oft, ob das bei anderen auch so ist zu Hause. Manchmal frage ich mich, wo sind die Kameras? Ist das real? Ist das so? Ja, was scheint so zu sein. So. Hab das DVD und das Schnittmuster mir nachgekauft und runtergeladen. Wo finde ich denn nun das geänderte Schnittmuster? Das ist gleich, das sieht gleich aus. Es sind die gleichen Dateien. Das sieht auch alles gleich aus. Es sind nur andere Schnittmuster hinterlegt. Ihr könnt auch derzeit gar nicht mehr die alten Schnittmuster von meiner Seite runterladen, denn die habe ich alle gelöscht. So, es sieht genau gleich aus. Es ist unter genau den gleichen Links zu finden. Und ihr werdet dann halt einfach an die anderen Schnittmuster geleitet. Die neuen Schnittmuster haben auf den, ich glaube, auf den ersten beiden Seiten haben sie das Keizer Online-Kurse Logo. Ah ja, hier, Ingrid sagt schon, Logo habe ich nur auf den ersten beiden Seiten. Das ist richtig so. Wir haben gedacht, wir sparen ein bisschen Tinte, weil da wird sowieso überall der Rand abgeschnitten. Was sollen wir jetzt auf jede Seite ein Logo batschen? Das ist Quatsch. Und bis wann hat die Erfahrung ihren Stoff? Kommt er nach Vorweihnachten? Ja, die sind ja alle weg, die Pakete. Ihr müsstet doch eigentlich auch alle eine Sendebestätigung bekommen haben. Die kommen, also Margot, schreibt gerne noch mal eben kurz eine PN an Stoffjunkies. Die kommen auf jeden Fall, die müssen auf jeden Fall noch vor Weihnachten geliefert werden. Es sei denn, ich weiß ja nicht, wo du wohnst. Wenn das in der Schweiz ist oder so, obwohl letztens hat ein Paket in die Schweiz auch nur 2 Tage gedauert. Frag da noch mal nach, aber die werden auf jeden Fall noch vor Weihnachten geliefert. Cache löschen, wie geht das denn? Cache löschen, da gehst du oben rechts auf diese Punkte, da sind meistens so 3 Striche oder 3 Punkte und dann gehst du in die Einstellungen und da findest du Cache löschen. Aber geh mal auf YouTube und dann, je nachdem in welchem Browser du bist, dann gibst du ein Firefox Cache löschen oder Google Chrome Cache löschen und da hast du dann ein Video und das zeigt dir ganz genau, wie du das machen kannst. Guck nach einem Video, was möglichst neu ist. Zurzeit haben die ja, ha, überall haben die was aktualisiert, ne? Wie bei mir. Ich weiß, das ist so nervig. Oh, Facebook und die ganzen Browser und so auch, da sind so viele neue Einstellungen schon wieder. Naja, hallo, hallo, sieht putzig aus. Mir ein kleines Eichhörnchen sehe ich putzig aus heute. Dankeschön. So, danke für die tolle Erklärung. Sehr, sehr gerne, Leute. Also kommen auf jeden Fall auch noch, also ich weiß, es ist gerade alles, sieht es ein bisschen. Die Seite ist ja im Prinzip nicht wirklich anders, aber es sieht alles ein bisschen anders aus. Es sind andere Funktionen. Es sollten mittlerweile jetzt auch alle, egal ob VIP oder nicht VIP, auf der Seite gibt es ja einmal oben das Profilfoto. Und wenn ihr eingeloggt seid mit eurem Profil, wenn ihr auf dem Laptop seid, dann ist auf der rechten Seite nochmal ein anderes Profil. Das ist das Profil für unsere Social Media Aktivitäten, also unsere eigenen Gruppen, unsere Foren und so. Und wenn ihr da mal raufklickt, dann müsstet ihr eigentlich mittlerweile alle unter Gruppen die Keizu Online-Kurse Family finden. Könnt ihr mal gucken. Wenn ihr sie findet, könnt ihr mal kurz Feedback geben. Ja. Wenn ich Internet anhabe, kommen zwischendurch ja Nachrichten hier rein. Ne? Das ist ja so. So. Ich bin in Deutschland, muss man heute eine Mail noch nachsehen. Ja, das müsste auf jeden Fall ankommen. So. Vielleicht könnte das ganz wichtig sein. Als ich heute Morgen den Schnitt ausgedruckt habe, hat das Maß nicht gestimmt. Als ich es dann downgeloadet habe, hat es gepasst. Was genau meinst du? Also ihr nicht aus dem Browser, also ihr müsst ja, ihr könnt ja auch die Druckeinstellungen und sowas, ihr müsst es runterladen, das Schnittmuster, auf euren Computer und dann öffnen, die PDF öffnen und dann drucken. Nicht einfach auf von dem Screenshot oder irgendwas. Also das macht es ja im Browser auf, sozusagen, im Internet. Und nicht einfach von da aus drucken. Ihr müsst das Schnittmuster, was ihr haben möchtet, bitte runterladen. Und dann könnt ihr auch die Druckereinstellungen richtig machen. Und dann könnt ihr die Schnittmuster ausdrucken. Wenn ihr Fragen dazu habt, bitte schreibt uns mal, also wenn ihr VIP seid, schreibt bitte unbedingt in der VIP-Gruppe, damit ich weiß, ihr habt Zugriff zu allen Informationen. Taggt mich mit dem, also @SvenjaKöhler schreiben. Dann weiß ich genau, also ich einfach. Facebook, ich sehe zurzeit überhaupt gar nicht überall alles. Manchmal scrolle ich irgendwo durch, dann sind irgendwelche Nachrichten von vor 3 Tagen, habe ich nicht mitgekriegt. Ja, ist so. Ich gucke eigentlich wirklich fast jeden Tag in Facebook rein. Das merkt ihr ja auch, weil ich irgendwo auch kommentiere und so. Aber manchmal sehe ich es einfach nicht. Also wenn wirklich etwas ist, wo ich gucken soll,
immer meinen Namen schreiben, dann kann ich das gut finden. Und dann, was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, schreibt bitte in den entsprechenden Gruppen. Wenn ihr den Grundkurs habt für die Schnittmuster, dann bitte da in der Gruppe. Wenn ihr den Grundkurs Tanktop habt, bitte da in der Gruppe. Nicht in der Family. In der Family gibt es alles Mögliche an Informationen. Und ich weiß immer nicht genau, vor allem wenn irgendwelche Probleme sind, wenn ihr jetzt zum Beispiel über den Komplettkurs auf eure Schnittmuster zugreift und da ist ein Problem, ist es anders, als wenn ihr über den Grundkurs zugreift und über die Schnittmuster geht und da ist ein Problem oder die Videos werden nicht abgespielt oder so. Ich muss von meiner Seite aus oder unser Team muss von unserer Seite aus ja immer wissen, wo wurde geklickt, wo ist ein Problem, wo geht es nicht weiter, damit wir dann auch immer gezielt gucken können. Und wenn ihr alles runtergeladen, Videos geguckt und die Schnittmuster gemacht habt, dann zeigt doch bitte mal super gerne eure Grundschnitte und eure Tops, die ihr daraus gemacht habt. Und auch wenn ihr noch mal Fragen habt, so ich möchte ein bisschen mehr Weite oder möchte es hier ein bisschen enger haben oder so. Es ist immer super hilfreich. Fragestellung, Foto von dem Schnittmuster und Foto von euch mit dem Teil, was ihr gemacht habt, also das Probeteil oder das Teil, was ihr noch verändern wollt oder was gut sitzt, von vorne, hinten und von der Seite. Damit wir wirklich, wirklich gucken können, so als ob ihr hier bei mir steht. Ihr dürft auch super gerne ein Video machen. Also das hilft mir auch unglaublich, dann verschiedene Sachen zu sehen. Und das geht meistens viel schneller, als wenn man da irgendwie Fotos macht und so und ist dann schnell erklärt. Könnt ihr auch, dürft ihr super gerne machen und in den Gruppen posten. Überhaupt kein Problem. Ich gucke da total gerne nach. Aber nicht heute. Heute mache ich Videos. So. Jetzt ist das TikTok runtergeladen. Svenja auf allen Kanälen. Leute, Omnipräsenz. Nein, ja, ach, ich probiere gerade einfach viel aus und sowas, weil ich einfach Bock habe, Sachen zu machen. Ich weiß, viele von euch denken immer, oh Gott, jetzt macht sie das alles noch und irgendwie ist sie überfordert und so. Aber das ist nicht so. Also ich liebe wirklich, was ich tue und ich habe immer das Gefühl, je mehr ich tue, desto besser geht es mir dabei und so besser bekomme ich Sachen auch hin. Und so mehr bin ich auch motiviert irgendwie. Es geht halt einfach weiter und so. Also das ist so mein großes Ding. Ich hasse warten. Ich hasse warten. Ich hasse es, wenn ich auf irgendetwas warten muss. Hassen ist ein zu großes Wort, aber das fällt mir ganz, ganz schwer. Das fällt mir auch ganz, ganz schwer, hier zu sitzen und ich habe vielleicht eine Sache schon angefangen oder ist schon in der Mache und ich muss auf jemanden anderes warten, was halt einfach ganz oft passiert oder muss auf eine Entscheidung warten von jemandem anders und ich kann mit dem, was ich gerade mache, nicht weitermachen. Denn dann versteckt sich meine ganze Familie und mein Mann sagt, tut so, als seid ihr beschäftigt. Mama hat Langeweile. Das ist nicht gut, Leute. Das ist einfach nicht gut. Ich bin ja positiv beschäftigt und ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ich habe hier genug Freizeit, ich nehme mir genug Auszeit und noch dazu ist ja das eigentlich, was ich mache, auch für mich tatsächlich auch mein Hobby und meine Entspannung. Von daher, alles gut. Und es scheint euch vielleicht, dass ich viel mache, weil ihr habt das ja nicht als hauptberufliche Arbeit. Ihr habt das ja wahrscheinlich als Hobby und müsst das manchmal so irgendwie so reinquetschen. Ich kann das den ganzen Tag machen. Ist das schön, oder nicht? Das nennt man doch nicht ungeduldig. Ich bin doch nicht ungeduldig. Also bitte, Renate, frag mal meine Mama. Mama? Ich bin doch nicht ungeduldig. Das ist schon immer so gewesen. Ich habe das auch an meine Kinder weitergegeben. Wir haben deswegen auch Stress in der Schule. Und ich hatte auch deswegen Stress in der Schule. Und es ist halt einfach, wir sind halt einfach irgendwie so. Keine Ahnung. Irgendjemand aus unserer Familie muss mal irgendetwas Spezielles gegessen haben. So muss es irgendwie sein. Oder so. Ich fand dich lustig bei TikTok. Irgendwie musste man die bekloppte Zeit auch rumkriegen. Genau, ja, ich bin auch echt die ganze Zeit so am Überlegen, hey, was mache ich noch? Wir müssen einfach alle irgendwie ein bisschen mehr lachen, ein bisschen mehr Spaß haben und irgendwie, keine Ahnung, TikTok ist doch super dafür geschaffen. Diese Plattform ist doch dafür gemacht, oder nicht? So. Okay, so ihr Süßen, dann werde ich mich jetzt verabschieden. Ich möchte euch noch mal eben kurz eine Kleinigkeit hier zeigen, was ich Cooles gemacht habe, was ihr ja auch vielleicht schon mal direkt integrieren könnt in eure Grundschnitte. Ich habe ja das mit den Abnähern gemacht und ich habe euch ja auch schon in den Videos gezeigt und erklärt, wie man die Abnäher verschiebt. Ich hole das mal ein bisschen weiter hier, damit das nicht so in der Sonne ist. So, dann habe ich hier diese Folie gemacht und jetzt könnt ihr hier, ach, das sieht man ja nicht so gut hier, ne? So, jetzt ist besser. So. Habe ich hier was Cooles gemacht und zwar habe ich euch ja auch gezeigt, wie man den Abnäher in unterschiedliche Winkel verlegt. Ne?
Also manchmal sind die Apnoe, die laufen dann hier so oben über die Brust drüber, manchmal sind die an der Seite und manchmal sind die, gehen die hier nach unten. Und das ist eigentlich ganz einfach, den zu verschieben. Ihr müsst den ja nur einmal entwickeln und hier oben dann das Armloch, das ändert sich ja nicht mehr, weil ihr habt ja diesen Abstand hier schon von dem Apnoe sozusagen nach oben. Und wenn das hier jetzt so zusammengeht, dann dreht sich ja bei dem hier jetzt nicht, aber wenn ich das hier jetzt mache, dreht sich ja der ganze Ärmel sozusagen wieder auf, sodass ihr einen normalen Armausschnitt habt. Und jetzt habe ich mir zwei unterschiedliche Apnäher in einem Schnittmuster gemacht. Jetzt kann ich mir immer überlegen, ob ich den Apnäher hier zur Seite von der Brust haben möchte. Hier steht, da habe ich drauf geschrieben, Seite. Ja, damit ich das auch hinterher weiß, was ich gemacht habe. Und hier ist der Apnäher halt eher so schräg nach unten. So, und jetzt kann ich immer überlegen, was möchte ich bei meinem Schnittmuster machen. Bei dem hier möchte ich gerne, weil das hat ja so ein Muster und dann sieht es irgendwie schöner aus, wenn der Apnäher so ein bisschen seitlich nach unten geht. Und jetzt habe ich mir hier den seitlichen nach unten eingezeichnet. Jetzt nehme ich einfach wieder hier diesen Strich hier in der Mitte und klappe das nach hier um. So, und dann nehme ich das hier und dann ist das hier sozusagen mein Apnäher. Und so kann ich immer dann entscheiden und habe das aber direkt in einem Schnittmuster. Das war aber clever von mir. So, nur so ein kleiner, das ist ein kleiner Trick. Also wenn ihr so einen Apnäher gemacht habt, den könnt ihr einfach verschieben. So, hier, so kann der sein oder hier, je nachdem, wo ihr den besser findet. Das ist echt einfach. Ihr müsst halt nur hier oben dieses Armloch so haben. Und selbst wenn ihr jetzt, wenn ihr dieses Armloch nicht selbst entwerft, ihr könnt einfach mal da bei den Schnittmustern, selbst wenn ihr das Schnittmuster nur ausdruckt, um hier oben diesen Armbereich einmal zu haben und zeichnet euch den Apnäher da ein, wo er beim Schnittmuster ist und schiebt den dann einfach dahin, wo ihr wollt. Das ist wirklich, it's easy. Es ist sehr einfach, Leute. Schaut euch bitte die Videos an. So. Ja, ach, du, ich bin sehr gut im auf mich selber aufpassen. Glaubt es mir. Ich bin sehr gut im auf mich selber aufpassen. Und ich habe ja auch Hunde und Kinder. Und ich muss sowieso andauernd raus an die frische Luft und irgendwo unterwegs sein und sowas. Also von daher, ich bin ja auch gar nicht. Und ich fühle mich tatsächlich nicht wie ein Hamster im Hamsterrad. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und selbst wenn ich mich mal so fühle, das ist meistens kurz bevor ich meine Tage kriege, dann denke ich, es ist alles scheiße. Was habe ich getan? Mein Leben ist im Arsch. Nein, Quatsch. Aber manchmal hat man, diese Hormone, Leute, das nicht. Aber ich weiß das ja mittlerweile. Ich habe ja jetzt nicht nur einmal in meinem Leben meine Tage gehabt. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal öfter gehabt und ich weiß schon 2, 3 Tage vorher, dann und dann wird der Tag sein, da sollte ich keine Videos machen. Da kaufe ich mir am besten vorher schon 3 Tüten Chips und überlege mir, welchen Film ich gucken kann und lege mich in mein Bett und spreche auch am besten mit keinem. Ne? So. Mein Mann weiß das auch. Der ist auch dann immer ganz lieb und macht mir dann eine Wärmflasche und lässt mich dann in Ruhe und fertig. Wir müssen halt einfach diesen Tag überleben. So, und das ist dann ein Tag im Monat, das kriegen wir auch schon hin. So, ah ja, Folie für die Schnittmuster. Also noch einmal. Diese Folie hier, das ist die Folie, mit der unsere Stoffe, die wir geliefert bekommen, verpackt sind. Und ich selber würde mir wahrscheinlich keine Folie kaufen. Wenn ich jetzt eine Folie kaufen würde, würde ich eine Klarsicht-Tischdecke mir wahrscheinlich kaufen, bestellen irgendwo. Ich denke, das ist ungefähr so die Qualität, die das hier hat. Wahrscheinlich gibt es das auch als Verpackungsmaterial, so eine Folie. Wir haben das hier, kriegen das halt immer mitgeliefert und im Moment, also eine Zeit lang haben wir damit unsere Regale umklebt, damit die Stoffe sauber bleiben. Aber die sind jetzt alle schon umklebt und deswegen haben wir ganz viel von dieser Folie hier. Also wir haben auch noch ganz viele von diesen Brettern hier. Leute, wenn irgendjemand die Folie oder Bretter haben möchte, könnt ihr uns gerne Bescheid sagen. Wir geben euch die kostenlos ab. Porto müsstet ihr natürlich übernehmen. Ihr könnt auch gerne herkommen, euch die abholen. Also es sind, keine Ahnung, sehr viele Bretter und wir haben auch sehr viele von dieser Folie hier. Das ist jetzt alles irgendwie in einen Sack gestopft. Tja, ist schade. Ich werde sie bestimmt jetzt nach und nach für Schnittmuster benutzen. Aber wenn ihr Stoffe bei Stoffjunkies bestellt, könnt ihr ja in dem Kommentarfeld schreiben, bitte schickt mir Müll. Nein, bitte schickt mir Verpackungsfolie zum Schnittmuster machen. Machen wir total gerne. Also solange wie wir hier Folie haben, schicken wir die natürlich gerne mit. Und natürlich arbeiten wir die Bestellung nach und nach ab. Uns klare große Müllsäcke aus der Metro gekauft. Ja, genau. Einfach, ihr müsst mal gucken. Also dicke Baufolie aus dem Baumarkt funktioniert auch. Siehst du, gibt hier schon direkt. Gibt es denn ein stärkeres Papier? Ja, es gibt auch so oh. Also ich bin ja eigentlich eher Papierfan, muss ich sagen. So, das gibt ich glaube, das ist auch so Verpackungspapier.
ein bisschen dicker. Und was ich aber eigentlich gerne benutze, ist dieses hier. Ne? Das ist so richtig so Packpapier. Und warum ich das gerne benutze, ist, weil das so Streifen hat. Das hat so kleine Streifen und da kann ich immer schon genau sehen, ob ich das auch gerade male. So. Jetzt muss ich wegen... Oh, Renate, das ist so schade, ne? Dass man jetzt Stoffe bestellen muss wegen der Folie. Wie blöd. Also wir haben vielleicht auch sogar noch... Also ich hoffe, wir kriegen es bis zum Sale hin. Wir arbeiten auch gerade noch an einer anderen coolen Überraschung für euch. Ich hole mal eben eins von diesen Brettern. Das sind diese Bretter, auf denen die Stoffe gewickelt sind. Ich hole mal kurz eins. Ich lasse euch so lange... mal ein Standbild von meinem Schnittmuster. Wo habe ich denn die Bretter? Da. So, das sind so solche Bretter. Auf denen kriegen wir ja immer die Stoffe geliefert. Keine Ahnung, wie lang die sind. Aber das sind diese normalen Bretter, auf denen die Stoffe halt immer aufgewickelt sind. So. 76 ist das hier jetzt. Ich glaube, es gibt die mit 60 und 80 und 70 cm Breite. Ja, da haben wir jetzt hier natürlich einiges von liegen. Ich habe die sonst immer ganz gerne an Kindergärten abgegeben, weil die Kinder damit richtig cool basteln können und denen macht das total viel Spaß. Die sind ja schön stabil und da können sie irgendwas Cooles mit bauen, Autobahnen und Parkhäuser und kleine Prinzessinnen-Schlösser und sowas und das ist ziemlich cool. Aber wegen Corona darf man ja zurzeit nichts abgeben in die Kindergärten. Und ja, jetzt haben wir die hier. Also falls irgendjemand Interesse dran hat, schicken wir gerne mit. So. Oh, wie böse. Ja, ach, der Stoff ist wirklich wunderschön. Also die Panels, die wir jetzt bekommen haben. Ich muss echt sagen, ich glaube, das ist mit einer der schönsten Stofflieferungen, die wir gerade bekommen haben bei von Stenso. Und die haben echt viele, viele Sachen jetzt für Erwachsene gemacht. Ich hatte denen ja schon ein paar Mal so, könnt ihr nicht mal was für Erwachsene mehr machen, bitte? Und auch die Panel ein bisschen größer. Ina hat auch schon ein paar Mal gesagt, die Stoffe sind schön, aber man möchte nicht immer so kleine Panel haben und das soll alles ein bisschen für Erwachsene ausgelegt sein. Und ja, das haben die sich tatsächlich zu Herzen genommen. Und dementsprechend gibt es jetzt viele große erwachsene Panel und Schnittmuster und so. Und ihr könnt natürlich jetzt schon auch die Panel bestellen zum Preis, wie es jetzt ist. Aber ich sagte es ja schon, am 3. Januar gibt es einen tollen Sale. Wir haben aber nur eine bestimmte Stückzahl. Also so die Stückzahl, wie sie im Stoff ist, ist sie erhältlich. Wenn ihr jetzt ein Panel dabei habt, wo ihr sagt, oh mein Gott, das muss ich unbedingt haben, dann könnt ihr es bestellen. Ihr könnt einfach auch es bestellen und noch kein Porto mit überweisen. Und dann halten wir euch die Bestellung sozusagen offen für den Sale. Dann könnt ihr dann alles zusammengeschickt bekommen. Dann braucht ihr nicht zweimal Porto bezahlen. Das wäre möglich. Und oh, bitte, liebe VIPs, ich mache euch nochmal ein Video und auch nochmal eine Anleitung. Nächstes Mal, wenn ihr den 10% Rabattgutschein benutzt, müsst ihr den unbedingt in das Gutscheincode-Feld eintragen. Ihr findet euren VIP-Code, wenn ihr bei euch in eurem Profil seid, bei Mitgliedschaften ist dort die VIP-Mitgliedschaft, da steht ein ganzer Text und da ist auch der Gutscheincode mit drin. Den müsst ihr unbedingt, ihr könnt das ja einmal ausprobieren, ihr müsst ja die Bestellung nicht unbedingt auslösen, aber dass ihr zu dem Sale wirklich diesen Gutscheincode habt und da eintragen könnt in dem Feld, dass das direkt abgezogen wird. Das war auch im Nachhinein ein bisschen mehr Aufwand, was alles nochmal auseinander zu klabüstern. Aber da mache ich euch vorher nochmal ein Video zu. Okay, so. Jetzt muss ich aber aufhören zu quatschen, Leute. Sonst kriege ich den Kurs nicht mehr fertig. Also, es wird ein cooler Kurs und ich bin mal gespannt, wie ihr den findet. Und wenn wir den alle sehr gut finden, dann werden wir irgendwie so etwas definitiv auch machen zwischen Weihnachten und Neujahr alle zusammen. Okay, ihr Süßen. Dann schön, dass ihr hier live wart, dass ich euch kurz sehen konnte. Und bis ganz bald. Ciao.